Heimat! Ja, recht herzlich willkommen in einer weiteren Folge StarCraft 1. Und wir sind wieder zurück nach Ajur gekommen. Ich bin überglücklich über eure Rückkehr in dieser dunklen Stunde. Die Zerg haben ihre Anstrengungen verdoppelt und es scheint, als hätten sie riesige mechanische Auswüchse an ihre Gehirne gekoppelt. Felix, das ist doch nicht möglich. Der Executor erzählte mir, wie ihr unter dem Ansturm der Zerg gefallen seid. Wie kommt es, dass ihr lebt und atmet? Nun ja, nach meiner unglückseligen Niederlage wurden die Reste meines Körpers von unseren Brüdern zurückgeholt. Jetzt lebe ich in der kalten Roboterschale eines Dragoons. Mein alter Freund, wie sehr wünsche ich mir, dies alles wäre nie geschehen. Unsinn! Eine Niederlage bedeutet keine Schande, solange der Geist sich nicht geschlagen gibt. Und ich kann Ajur bis zu einem gewissen Grad noch immer zu Diensten sein. Doch genug davon. Es gibt vieles, was ihr beide wissen müsst. Von Aldaris und der Konklave wurdet ihr zu Verrätern gebrandmarkt. Sie wollen euch verhaften und den dunklen Templer Zeratul exekutieren. Was? Ich hätte nie geglaubt, dass sie so weit gehen würden. Im Angesicht völliger Vernichtung klammern sie sich noch immer an ihre sterbenden Traditionen. Ja. Und das lässt sie umso gefährlicher werden. Sie jagen euch, Tassadar, jetzt, zu dieser Stunde. Und obwohl ich damit meine eigene Verdammnis über mich bringe, werde ich bis zum Ende treu auf eurer Seite stehen. Entaro Adun, edler Felix. Executor, wie es scheint, müssen wir den dunklen Templer vor unseren eigenen Brüdern schützen, wenn unsere Welt überleben soll. Es schmerzt mich sehr, dies zu sagen. Aber nicht einmal die Konklave wird uns den Weg versperren können. Okay, also unsere Ziele vernichtet das Herz der Konklave. Tassadar, Phoenix und Zeratul müssen überleben. Dann starten wir mal die Mission. Executor, ihr und der Verräter Tassadar werdet sofort euren Widerstand aufgeben und euch der Gerichtsbarkeit der Konklave unterwerfen. Niemals. Wir werden diesen Verbrecher, Zeratul, in Gewahrsam nehmen und mit ihm verfahren, wie es in Kalas Gesetz geschrieben steht. Fliegt zurück zu euren Herren, Aldaris, und drängt euch mit ihren Zittern in der Dunkelheit zusammen. Denn durch eure Aktionen werden wir uns allen die Zerg auf den Hals setzen. Ja, dann lauft mal, Jungs. Aber ab nach oben hier. Und wir könnten etwas Unterstützung gebrauchen hier. Ich freue mich auf den Kampf. Na. Wir werden angegriffen. Nicht wahr? Händler. So, wir brauchen Drohnen. Erstmal en masse. Na, hier oben rein. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier sammeln. Da kommt noch einer. Da sind mehrere Protoss-Gegner. So, zwei da rein. Updates fahren. Die Schilde sind erstmal wichtig. Was kannst du hier noch machen? Luftwaffen. Erhöhter Angriffsradius für Dragoner. Das ist auch gut. Jäger können wir noch machen. Ich warte. Nun gut. Ich euch nicht. Ajur, so. Ihr drei geht mal hier oben hin. Ihr müsst überleben. Dann bleibt ihr hier. So. Du machst hier mal einen Sammelpunkt. Das könnte doch schon Trupp 1 sein hier. Na, okay. Gehen wir mal hier ein bisschen rum. Und dann wieder hier hin. So. Noch mehr Drohnen. Dann sollten wir hier einfach mal ein paar Truppen machen, ne? Was bringt uns das? Das machen wir auf jeden Fall auch noch. So. Zwei Jäger. Ist auch schon nicht verkehrt. Hier noch einen rein. Und dann ordentlich Mineralien sammeln. Naja, guck mal.
Wir sollten auch noch Gebäude bauen. Eine Roboterfabrik. Kann nie verkehrt sein. Das haben wir. Haben wir dann diesen Tempel, haben wir auch noch nicht. Dann setzen wir den doch mal hier hin. Hier mal ernten. Hier vorne noch Pylon hin. Ey! Was machst du denn da? Ist hier stehen geblieben oder was? Dann haltet die mal eben bitte auf. Das wäre echt nett. So. Du brauchst mir hier nochmal eben so eine Kanone hin. Und vielleicht noch eine dritte dahin. Gut, dann geht da mal eben hin. Welches Update ist komplett? Das noch nicht ganz. Hier, Luftpanzerung. Ey, hast du dich da jetzt eingebaut? Nee, Gott sei Dank. Das wäre jetzt auch frech gewesen. So, und so eine Schildlader machen wir auch mal hier hin. So, und dann, was brauchen wir denn noch? Das hier. Du kannst hier mal Sammelpunkte einmachen. Naja, das brauchen wir glaube ich alles gar nicht. So. Machen wir zwei Stück davon noch. Und du solltest noch eben ein paar Arbeiter machen. Das machen wir auch noch. Hier hin. Und wir sollten hier noch so eine Baracke machen. Ja. Oh. Das ist schlecht. Die jetzt schon alle sind. Ist so verpulvert hier alles. Komm, dann hier hin. Dann erforschen wir mal hier nochmal ein bisschen weiter. Was war denn da hinten? Da stehen welche. Ja, das ist gut. Höre ich gerne, dass sie erfolgreich war. So, hier geht auch nochmal hin. Wir müssen jetzt hier erstmal einen Nahkampf erforschen. Hier ist niemand, ne? Da könnte man ja mal hinfliegen. Wir fliegen hier nochmal ein bisschen mit unserem Beobachter nach vorne. Na, da haben wir doch schon eine gegnerische Basis, solange hier keine Kanone ist. Wir werden angegriffen. Kriegt er das hin? Das war doof. Dahin und dann dahin. So. Ist das die gegnerische Basis hier oder was? Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg. Das war's. War hier ein Beobachter. Jetzt nutzt ihr das aus, um mich hier anzugreifen. So ein Beobachter muss ich jetzt erst nochmal hier einbauen. Ihr braucht hier nochmal ein paar Arbeiter, ne? So, du gehst auch mal hier hin. Und jetzt müssen wir jetzt erstmal hier Trupp 1 hier hin. Wir gehen mal los schon hier. Trupp 2 hier hin. Gucken wir mal hier Luftwaffen-Update. Hier Schusskraft. Und dann machen wir hier nochmal eben Dutzend Berserker. Ja, nur gut.
Da kommen wir sehr wahrscheinlich nicht rein, ne? Ortbestellt wäre Asculio. Ja. Da sieht so aus, als ob das schon die gegnerische Basis ist. Da greifen wir mal an. Dann nehmen wir dem mal ein bisschen hier die Kampfkraft weg. Oh. Ach. Na, kämpft. Oh Gott. Ja, das war Satz mit X. Das war nix. So. Hier hin. Hier geht mir hier hin. Rüstungsupdate. Das haben wir, das haben wir. Ja. Das updaten wir mal eben. Kommst du mal eben hier hin. Und machst uns hier. Das habe ich doch auch schon. Was bringt mir das denn? Schnellere Beobachtung, erhöhter Sichtradius ist auch nicht verkehrt. Aber du machst mir hier noch mal hier. Ey, sowas solltest du mir hier nochmal machen. Und dann kannst du da wieder ernten gehen. Vielleicht brauchst du mir hier noch mal eben einen Pylon und gehst dann auch hin. So. Jetzt haben wir hier auch so einen Kracher. Das war natürlich. War ich denn den Beobachter? Habe ich den nicht gebaut? Da ist er doch. Und dann fährst du mir wieder hier. Hier sind so ein paar Dragoner. Kann ich nicht auch hier so einen schwarzen Tempel bauen? Templer Archiv, Zitadelle von Ajur. Könnte schlecht sein, ne? Da kommt auch noch was raus. Noch haben wir hier genug Ressourcen, ne? Ich bin zurückgekehrt. Teleportation erfolgreich. Da ist auch noch so eine Brücke. Okay. Upgrade komplett. Das machen wir mal. Das ist gleich fertig. Zack. Das auch noch. Ne. Das ist alles geplättet. Na komm hier. Ah! Jetzt hätte ich es geahnt. Nö, ne? No. Komm, mach sie kaputt. Gibt's ja nicht. Auch hier hin. Ich sehe schon, das wird ein schwerer Kampf werden hier. Da haben wir vier Stück von. Und wieder nicht genug Mineralien. Kann ich das denn hier noch updaten? Eingriff. Zum Glück haben wir noch einiges an Mineralien hier. Setzen wir dich mal hier mit hin.
So einfach als Basisverteidigung. Da kommen noch mehr. Ja, ist auch gut, dass ihr kommt. Dann machen wir nämlich hier den Archon wieder raus. Och, Mann. Nicht wahr? Dich setze ich mal hier hinten hin. Ich hoffe, dass das ja wohl klug ist. So. Erhöhen wir mal die Anzahl dieser Kracher noch. Hey. Gehen wir hier hin. Zack, verbindet euch. Einen davon können wir noch machen. Warte. Da kommt noch einer. Noch ein paar Berserker. Bitte. Jetzt die Frage, sollte ich mir die Ressourcen da hinten noch holen? Ist das klug? Das wird noch erforscht. Hatte ich hier nicht noch einen dritten gesetzt? Doch, hatte ich. Hier, von euch brauche ich auch noch ein paar. Das Update wäre jetzt ja auch geil, ne? Dauert noch einen Moment. Aber es kommt. So, da mal einen von, dann noch einen von. Na, da kommt doch wieder jemand. Aber es war nur so eine Drohne. Zack, hops, weg ist er. Na, das ist gut. Hatte ich denn? Ja, zack, verschmelzt euch. Update komplett. Ah, das heißt, wir haben ein bisschen mehr Munition hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, schon wieder die Jäger, ne? Komm, hier hin. Das kostet mich. Ah. Zwar ordentlich Ressourcen, aber. Und das kostet mich jetzt auch gerade. Hier hin. Ein Träger. Das ist schlecht. Ich bin zurückgekehrt. Schieß ihn ab. Sehr gut. So, jetzt unser Vespingas ist schon erschöpft. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Setz mir erstmal hier nochmal. Oh, noch mehr Pylonen. So, du baust hier mal ein paar nach. Was auch noch ein nach? Wo ist jetzt meine Drohne? Hey, hey. Wo ist meine Drohne? Auf der Suche nach der verlorenen Drohne. So. Komm hier hin. Bauen wir hier sowas hin. Du baust Munition nach. Kommt jetzt eine Drohne. Sehr gut. Wenigstens eine, die auf mich hört. Jetzt sagt mir, jetzt steht die andere da. Das gibt's nicht. Komm,
bauen wir mal hier ein bisschen Verteidigung hin. Und ich mache mal eben kurz Pause, weil wir haben schon wieder 20 Minuten um. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Sepp. Ciao.